Fritz Felgentreu, SPD, ehemaliger verteidigungspolitischer Sprecher. Es geht um die Massaker in der Ukraine. Und jetzt hat der ukrainische Botschafter gesagt, spätestens nach Butscha müsse Deutschland konsequenter reagieren. Ja, also konsequenter reagieren heißt aus meiner Sicht, dass wir uns sehr klar darüber Rechenschaft ablegen, welche Ziele eigentlich verfolgt werden mit unserer Unterstützung für die ukrainische Verteidigungsleistung und Anstrengungen in diesem Krieg. Und das Ziel kann aus meiner Sicht tatsächlich nur sein, dass Russland mit seinem Angriffs- und Eroberungskrieg gegen die Ukraine scheitert. Und darauf müssen die Unterstützungsmaßnahmen ausgerichtet werden. Man fragt sich aber, jetzt wird ja ein fünftes Sanktionspaket also besprochen und dann hoffentlich in dieser Woche auch verabschiedet. Trotzdem, wie viele Schritte gibt es da noch? Wann kommt man mit der vollen Härte der Sanktionen, die Deutschland, die EU, die NATO hat? Wie viel muss da also noch passieren, bis man nicht mehr ein bisschen mehr Sanktionen, wirklich alle Sanktionen auf Russland also dann geben wird, die wir haben, die zur Verfügung stehen? Man muss sich bei Wirtschaftssanktionen klar machen, dass das immer ein eher auf Langfristigkeit angelegtes Instrument ist. Es schwächt selbstverständlich die Fähigkeit des von Sanktionen betroffenen Landes, in diesem Fall Russland, einfach Wirtschaftskraft zu generieren und aus dieser Wirtschaftskraft heraus einerseits die eigene Bevölkerung bei der Stange zu halten und andererseits die eigene Kriegsanstrengung dann auch zu finanzieren. Aber wie lange der Atem Russlands ist, solche Sanktionen auszuhalten, das kann man natürlich von außen überhaupt nicht beurteilen. Was jetzt im Moment konkret gebraucht wird, ist Unterstützung der ukrainischen Kriegsanstrengung. Das heißt, die Ukraine braucht Waffen, mit denen sie diesen Krieg zu ihrer Verteidigung fortsetzen kann. Und trotzdem wird ja nicht alles geliefert, was die Ukraine fordern. Warum eigentlich nicht? Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Also ich habe gestern zum Beispiel die Debatte verfolgt über deutsche Schützenpanzer, Marder, die diskutiert worden sind. Das sind komplizierte Fragen. Es ist ja ein System, ein Waffensystem, das es bisher in den ukrainischen Streitkräften nicht gibt. Das heißt, es ist ein System, an dem erst einmal überhaupt Bedienerpersonal ausgebildet werden muss, für das es keine Logistikkette gibt. Das heißt, wenn irgendeine Kleinigkeit an so einem Schützenpanzer kaputt geht, dann kann er nicht repariert werden, muss aufgegeben werden, möglicherweise im Gefecht. Das heißt, und ob die Schützenpanzer, die im Moment auch im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise der Firmen, mit denen Deutschland da zusammenarbeitet, sich befinden, ob die überhaupt technisch auf einem Stand sind, dass man sie liefern könnte, das kann ich innerhalb von 24 Stunden, wo dieses Thema dann aufgeploppt ist, nicht beurteilen. Ich glaube, da muss man wirklich im Detail hingucken. Aber klar sein muss, die Ukraine braucht jetzt in dieser Situation, wo der russische Vorwärts zum Stocken gekommen ist, auch schwere Waffen, mit denen sie bereits besetzte Gebiete wieder freikämpfen kann. Deswegen halte ich die Debatte über Verteidigungs- und Angriffswaffen für relativ müßig. Ein Land, das einen Besatzer vertreibt, verteidigt sich. Aber es braucht natürlich auch Waffen, mit denen es einen Besatzer verteidigen und aus seinen Stellungen werfen kann. Jetzt sagen Sie, die Diskussionen sind müßig. Wir sehen also, die Sanktionen, die sind auf lange Sicht und bei den Waffen, die geliefert werden können, Panzer, gibt es unfassbare Diskussionen. Warum dauert das alles so lange? Weil das kann alles kompliziert sein, ganz einfach ist aber, Menschen sterben aktuell und man hat das Gefühl, Deutschland tut nicht alles, was wir tun könnten. Ja, mit Gefühlen ist das schwer zu argumentieren. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen sehr klar darüber sein, was wollen wir erreichen. Und aus meiner Sicht muss dann auch mal ausgesprochen werden, dass es ein Ziel aller derjenigen Länder, die im Moment die Ukraine unterstützen, sein muss, dass Russland mit diesem Angriffskrieg keinen Erfolg hat. Auch keinen Teilerfolg. Ein Teilerfolg kann zum Beispiel darin bestehen, dass ein Teil der Ukraine besetzt bleibt. Und das sozusagen, das, was wir in den vergangenen 8 Jahren hatten, so eine Kontaktlinie mit besetzten Gebieten innerhalb der Ukraine, dass das weiter verschoben wird. Auch diesen Erfolg darf man meines Erachtens dem Angreifer nicht zugestehen. Und deswegen müssen wir der Ukraine dabei helfen, dass sie die besetzten Gebiete wieder freikämpfen können. Herr Felgentreu, gibt es eigentlich, was die Hilfe für die Ukraine jedweder Art betrifft, eine Koordination innerhalb Europas oder macht jeder vom Prinzip nach eigenem Gutdünken und nach den Wünschen und entspricht den Wünschen, die die Ukraine an das jeweilige Land, also an Deutschland, an Großbritannien, an Frankreich, wen auch immer stellt?
meiner Beobachtung gibt es beides. Es gibt einerseits bilaterale Initiativen zwischen den beteiligten Ländern und es gibt gleichzeitig aber auch eine europäische Koordinierung, insbesondere bei allen Fragen, die mit Sanktionen zu tun haben, gibt es eine europäische Koordinierung und das ist auch gut und richtig so. Selenskyj hat jetzt gesagt, Merkel solle doch bitte selber nach Butscha kommen, zusammen mit Selenskyj, um zu sehen, was ihre Russlandpolitik tatsächlich dort also jetzt mitgetragen hat. Solch eine Forderung, natürlich wird Merkel dort jetzt nicht hinreisen, aber inwiefern zeigt das auch, was da noch gut gemacht werden muss von den vielen Jahren der Großen Koalition vor allem jetzt und den Jahren von Angela Merkel als Kanzlerin? Was ist da alles schiefgelaufen? Was kann man jetzt überhaupt noch aufarbeiten? Das zeigt einfach, dass es in der Ukraine, aber auch in Ländern, die sich schon länger mit der Ukraine in ihrer schwierigen Lage solidarisieren, eine große Frustration mit Deutschland gibt. Dass Deutschland in der Vergangenheit die Bedrohung dieses Landes nicht ernst genug genommen hat und versucht hat, mit einer ja eigentlich vermittelnden Politik, mit einer auf Deeskalation angelegten Politik, diese Bedrohung zu minimieren, damit aber eben gescheitert ist. Und dass die alle diejenigen, die vor der Gefahr gewarnt haben, sich bestätigt sehen und dass das Vertrauen in Deutschland auch erschüttert hat. Fritz Felgentreu, SPD, ehemaliger verteidigungspolitischer Sprecher, sagt das. Recht vielen Dank.